Um mit Word wirklich effizient arbeiten zu können, lohnt es sich, ein paar Einstellungen vorzunehmen. Über Word Einstellungen kommst du auf diese Übersicht. Bei Allgemein kannst du die grundsätzlichen Einstellungen der Programmfunktionen anpassen. Da empfehle ich dir, alles so zu belassen, wie es im Moment ist. Über alle Anzeigen kommst du zurück zur Übersicht. Bei Ansicht geht es um die Benutzeroberfläche, die du noch anpassen kannst. Ich beispielsweise habe gerne noch die Entwicklertools für die ausgefeilteren Funktionen von Word. Außerdem habe ich hier schon alle nicht druckbaren Zeichenanzeigen markiert. Das hilft mir beispielsweise, doppelte Leerschläge zu erkennen. Das kann man jederzeit auch direkt im Menüband auch wieder deaktivieren. Wir gehen zurück auf alle Anzeigen. Bearbeiten ist eine wichtige Funktion. Bei dir steht möglicherweise noch Text in Zeile. Ich selber bevorzuge quadratisch, weil dann werden die Bilder wirklich als Bilder behandelt, die sich frei auf dem Text platzieren können und vom Text umflossen werden. Bei Text in Zeile wird ein Bild wie ein Buchstabe behandelt und ist fix im Text verankert. Es gibt einzelne Verwendungszwecke, wo das durchaus erwünscht sein kann. Im Normalfall stört es eher. Dann diese Rasteroptionen, da empfehle ich dir, die etwas feiner einzustellen. Das brauchst du zum Beispiel, wenn du ein Bild mit der Pfeiltaste noch etwas präziser positionieren möchtest, so springt es jetzt in Millimeterschritten statt in 3 mm Schritten auf dem Dokument herum. Dann, was ich nicht so gern habe, ist beim Auswählen von Text ganzes Wort auswählen. Das deaktiviere ich, da bin ich flexibler, auch wenn ich nur einen Wortteil zum Beispiel markieren möchte. Wiederum alle Anzeigen. Bei Rechtschreibung und Grammatik kannst du einstellen, wie das Rechtschreibeprogramm funktionieren soll. Du kannst hier das Benutzerwörterbuch auswählen, falls du mehrere hast. Bei Wörterbüchern kannst du die Sprache auswählen. Da empfehle ich dir natürlich in der Schweiz jetzt Deutsch-Schweiz. Falls du also jemals Problem haben solltest mit dieser Rechtschreibeprüfung, da kannst du hier noch Anpassungen vornehmen. Autokorrektur, da bin ich recht skeptisch. Eigentlich ist es ja löblich, wenn Microsoft uns behilflich sein will bei der Korrektur unserer Texte, aber diese Autokorrektur geht meist viel zu weit und deshalb deaktiviere ich diese Optionen. Auch das Autoformat, zum Beispiel automatische Aufzählung, finde ich ärgerlich, wenn da automatisch Listen und so gemacht werden. Das nehme ich alles mal raus und Autotext, das lassen wir mal so, wie es hier steht. Bei Speichern kannst du das Standardformat von Word wählen. Da lohnt es sich mittlerweile, das neueste Format, das DocX-Format zu wählen. Den Rest kannst du im Moment noch so belassen, falls du Probleme haben solltest mit. Ja, die wichtigsten Einstellungen sind mittlerweile schon vorgenommen und jetzt sind wir für den eigentlichen Start gerüstet.